Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Park Evolution. Und wir haben in der letzten Folge zwei Triceratopse erstellt. Ich nehme momentan quasi sehr viel auf, deswegen haben die auch noch keine Namen. Wenn ihr ein Triceratops sein wollt, der irgendwann verfüttert wird an unsere Fleischfresser, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und apropos verfüttern, ja, wir gucken mal. Wie sieht's mit dir aus? Alter 50, ja, du kannst noch, du hast das Alter noch nicht überschritten. Aber wir haben dann noch einen, der hier unten, und der ist schon ziemlich alt. Und der Regen ist verdammt laut, alter Schwede. 58, genau, Lebenserwartung ist 40. Ich weiß nicht, ist das das Alter? Ich habe keine Ahnung, ob das das Alter ist, aber er ist schon extrem alt. Deswegen werden wir ihn abtransportieren. Ach, wir müssen ihn erstmal betäuben. So, Aufgabe hinzufügen. Soll ich es mal selber machen? Ich mach's mal selber. Es hat ja jetzt aufgehört zu regnen. Ich weiß zwar nicht, wer welcher. Ja, doch, ich weiß es. Es war der Nichtfarbige. Der Nichtfarbige, Freunde, abheben. Go, go, go. So. Ist der jetzt von da hinten hierher gelaufen, weil er Hunger hat? Kann gut sein, ne? Nicht weglaufen, Freund. Ich hol ihm kurz mein Betäubungsgewehr. Ja, verdammt. Reicht das schon? Niemand bewegt sich. Oh, ich habe Erfolg bekommen. Nice. Das ist gut. Wir nehmen jetzt nämlich... Das war der richtige, oder? Ja. So, jetzt transportieren wir ihn natürlich noch um. Nehmt den mal mit. Und packt den mal... ja, da ist die Futterstelle. Und dann kriegt ihr wieder was zu fressen, Leute. Ist das nicht nett von mir? Und wir gucken mal. Alter. Wissenschaft geht so schnell runter. Also es geht auch nach einer Zeit runter. Ist echt nicht leicht. Ist echt nicht leicht. Wir müssen questen, questen, questen. So, wenn sie bauen, bauen und verbinden sie... ach so, ein Schutzding wollten wir bauen, ne? Was haben wir hier noch neu bekommen? Restaurant, ein Restaurant. Dann bauen wir das mal... Perfekt, hier so hin. Natürlich mit ein bisschen Abstand und es muss perfekt gerade sein zur Straße. Ha! Jetzt noch ein Wegchen bauen. Tada! Schon ist das fertig. Und natürlich Betriebsgebäude. Wir brauchen so ein Bungalow. Gehege? Nein. Ach, Gäste. Hotel? Ja. Früher oder später. Schutzraum. Und den Schutzraum sollten wir auf jeden Fall hier in der Nähe aufbauen. Einfach nur, damit die Gäste geschützt sind, machen wir das mal so. Schön an die Straße ran. Ich glaube, das werde ich in Zukunft immer machen. Einfach an die Straße bauen. Ist ein bisschen hübscher. So, was haben wir noch? Brüten Sie einen Triceratops mit einem Genom von 70% aus und lassen Sie ihn frei. Forschungsziel im Forschungszentrum Hakenwurmparasiten. Okay, ich will nichts ausbrüten. Ich will Triceratops erkunden. Und dazu suchen wir ihn erstmal. Da haben wir drei. Ich würde gerne einfach nur Triceratops, da würden wir viel mehr von bekommen. Den brauche ich doch gar nicht mehr. Oder gehen die Genome wieder runter? China, Hyänengosaurus. Das ist ja wie so eine Hyäne. Okay, dann müssen wir leider den hier nehmen. Oder den. Ja, nehmen wir den. Produktzustellung bestätigt. Oh, ist es da? Guckt ihn euch an. Gute Arbeit beim Bau dieser Gebäude. Jetzt müssen wir für ihre Sicherheit sorgen. Habe ich gemacht. So, Gewinn ist auch sehr schön.
Aufgaben. Beschaffen Sie 50% des folgenden Gnoms Edmontosaurus. Und brüten Sie ein Triceratops aus, das kriegen wir auch noch hin. Und Hagenwurmparasit muss ich auch noch hinkriegen. Ui. Gibt so viel zu tun hier. Bei den wenig Sachen, die man kriegt. So, Hakenwurmparasiten. Ja, das wollt ihr haben. Aber machen wir zuerst den hier. So. So, und den verkaufen wir. Dann medizinische Behandlung. Hakenwurmparasiten. Check. Toter Dinosaurus. Oh. Ich frag mich, wo? Ja, er hat den gerade gefressen. Gut. Bitte einmal abholen. Ja. Produkt wird eingesammelt. Die war noch in der Luft. Perfekt. Oh, der hat wirklich schnell gefressen. Siehst du mal, Freundchen. Wir gucken mal, wer war das? Jürgen. Ja, Jürgen, du hast doch schon 5 Sterne. Was willst du noch? Ah, er hat mittlerweile 4. Also es geht aufwärts. Und ich glaube, wenn ich hier noch einen Dinosaurier reintue, dann ist ihnen das zu viel. Beziehungsweise sozial. Es dürfen auf jeden Fall nur 2 gleichzeitig hier drin sein von der Sorte. Und mehr brauche ich auch sowieso nicht. So, und wie sieht's hier aus? Wie sieht's mit euch aus? Sozial, da geht ein bisschen mehr. Der braucht eigentlich noch einen Kollegen. Dann machen wir ihm auch einen Kollegen. So. Was hast du so Schönes an Gnomen momentan? Noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Verteidigung mit ihm brauchen. Ich meine, rein theoretisch brauchen wir mit ihm eigentlich gar nichts. Könnte seine Lebenserwartung steigern. Ja, ich glaube auch, das höchste aller Gefühle, seine Lebenserwartung einfach zu steigern hier. Das würde auch reichen. Kostet ja auch schon ordentlich. So, sehr schön. Oh, da war ein Regenbogen. So, du kriegst auch schon fast deine 100%. Ich wollte den Triceratops. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein. Oh, das ist einfach. Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Ich mache, was ich kann. Gebäude-Upgrades. So, was haben wir schon billiger gemacht? Was haben wir noch? Erdungseinheiten verringern das Risiko eines Stromausfalls und erhöht die gesamte Stromproduktion. Ich denke, das ist auch nicht schlecht. Dann müssen wir weniger Kraftwerke bauen und das hilft doch schon enorm. Wie heißt unser Park? Jurassic World Isla Mantiqueros. Wieso geht ihr weg? Ihr wurdet doch noch gar nicht gefressen. Schade. Naja. Wir müssen uns immer noch um den Triceratops kümmern, den wir immer noch nicht bekommen haben. Ah, da kriegen wir wenigstens beides. Das ist doch gut. So, wie wird das hier besucht? Ja, sind schon mehr drin, ne? Also, es geht schon ein bisschen mehr ab. Das ist leer. Die wollen anscheinend die Viecher nicht trinken sehen. Und hier geht ja immer der Krieg ab. Hier sind mehr. Wir wissen ganz genau, wo meine Leute immer ihr Futter hinwerfen. Hä? Was? Warum? Ich habe gerade mein OBS geschlossen. Ach, das ist ja seltsam. Wenn ich hier nach rechts gehe, gehe ich auf meinen anderen Bildschirm. Option? Nee, Anzeige, ne? Wo, was? Hoch? Mehr? Achso, geht nicht. Geht nur Voltra. Anzeige. Rahmenlos habe ich ja. Hat das jetzt gewirkt? Nö. Na gut, ich gehe da sowieso nie rüber. Ich mach das ja sowieso so. Ja, ich meine, ich gehe nach links, ja. Und da habe ich jetzt zum Glück keinen anderen Bildschirm. So, okay. Wieso, was ist denn los mit dir? Ich glaube, man muss das Spiel gleich neu starten, ey. Gut, ihr seid ja sowieso gerade dabei und das Forschungszentrum ist auch gerade dabei noch, ne? Ja. Ja gut, da kann ich auch nichts machen.
Aber bestimmt kann ich mein Dino. Hm. $204 für den Arsch. Geil. Ja gut, ich bin jetzt noch bei 52%, das ist echt gar nichts. Ich wünschte einfach, ich könnte jetzt beim Expeditionszentrum schon irgendwie zwei Expeditionen gleichzeitig machen. Das wäre echt der Knaller. Was brauche ich denn dafür? Bei Isla Muerta brauche ich. Bei Isla Muerta brauche ich so viel. Ich zeig gerade mit dem Finger drauf. Inventarplatz brauche ich nun wirklich nicht. Das ist das Letzte, was ich brauche. Eine beste Wartung gehört, das ist na, okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Trainingssimulatoren erhöhen die Treffsicherheit der Ranger, die Dinosaurier behandeln sollen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Und Planungseinheit ermöglicht es Ranger-Teams, eine weitere Aufgabe zu machen. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Aufgaben, ne? Also. Machen wir die Schlange. Achso, ich bin immer noch dabei. Manchmal übersehe ich das einfach. Triceratops, ja. Wir haben gleich die 70%. Genau das, was ich wollte. Gut, dann kann ich euch ja wieder losschicken, ne? Eigentlich müssen die rund um die Uhr draußen sein. Und Sachen suchen. Hier, ich hätte gerne das neue Viech. Da. Hyänen hast du nicht gesehen in China. Gut, ich habe ja hier jetzt schon Tiere getötet. Was heißt, dass meine Einnahmen wahrscheinlich gesunken sind. Wir sollten noch mehr Tiere produzieren. Die Herde hat sich vergrößert. Sehr gut. Denn wenn wir jetzt gucken, ist sozial höher gegangen. Also ich denke mal, so im Mittelbereich ist immer am besten Bestand. Sozial. Wobei Bestand ist ja... Ist eigentlich immer diese Rasse, oder nicht? Ich weiß es nicht. Da ist der Bestand auch einfach nur insgesamt. Hier ist der Bestand genauso hoch. Alter, sind die laut. Gut, aber wir brauchen ja kleine Dinos auch nochmal wieder. Müssen wir mal reproduzieren. Und ich glaube, Günther ist tot, ne? Wir brauchen einen neuen Günther. So, Günther. Genug modifizieren. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir haben ja eine neue Farbe, habe ich gehört. Hier, Savannenmuster. Und dann akzeptieren wir das erstmal. Lebenserwartung. Ich meine, die müssen ja nicht großartig kämpfen. Aber das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus. So. Haben wir gleich noch einen zweiten. Dann haben wir wieder die drei. Ja, wo ist unser bunter Fisch? Ach, im Wasser. Da haben wir es auch bis bald des Todes, naja. Der bunte ist fast weg. Ein bisschen schade, dass sie nicht wirklich lange leben. Oh, wie sieht es eigentlich mit denen aus, mit der Lebensphase? Ja, du hast deine Lebensphase fast erreicht. Ey, die sind aber auch sau teuer, ey. Das ist echt schade, dass die sterben. Und Jürgen, ah Jürgen, bei Jürgen geht noch einiges. Gut, dann können wir aber auch langsam die Forschung vorantreiben. Und zwar die Schlange. Dann haben wir hier noch einen neuen verfügbar, hier sind wir dann gleich durch. Na gut, hier ist das jetzt nicht so lebenswichtig, ich werde es zwischendurch machen, einfach nur damit es gemacht ist. Und das war's. Cool. Ah, so ein Ding ins Kirchens ist das also. Verstehe. So, wir haben neue Dinosaurier kennengelernt. Der Triceratops. Ist eigentlich richtig lustig, dass wir die Dinos von verschiedenen Epochen einfach da reinschmeißen und gucken, was passiert. So, was haben wir hier denn noch Neues? Ja, die verschiedenen Orte. Hm. Hier habe ich eigentlich gedacht, sind das die verschiedenen Inseln, aber naja. Das sind nur die Grabungsstätten. Das sind die Fossilien-Dinger. Das ist jetzt nicht der Welthit. Aber für Sammelwütige ist das natürlich immer was. Aber ich bin ja sammelwütig. Jetzt nur nicht in Let's Plays unbedingt. So, Hammett Entwicklungslabor, Isla Mantaquero, Jurassic Park Tor. Okay. Filme.
Und dann haben wir das Archiv Krankheiten Hakenwürmer. Weiß nicht, hat einer schon Hakenwürmer gehabt? Und Charaktere, da haben wir Lowry Crothers, Lair Daring, Dr. Kajal Dua, Donald Gennaro. Wieso ist da eine Toilette? Oren Grady, okay. Paul Kirby? Was sind das für Bilder? Wo sind da denn die Charaktere? George Lambert, Tim Murphy. Was sind das für Bilder? Seid ihr irgendwie geistig irgendwie kaputt oder so im Kopf, Entwickler? Ich weiß es nicht. Was soll denn das? So, schnelle Reaktionszeit. Heuschreckenkrebs-DNA verbessert die Reaktionszeit durch die Entwicklung hochempfindlicher Nerven. So. Na gut, den Rest müssen wir erstmal noch freischalten. Müssen wir gucken. Ja, komm. Just for fun. Gehen wir da auch nochmal durch. So, das heißt aber auch, wir können euch wieder losschicken. Hey. Hallo? Oh, ich habe gerade andersrum gedacht. Ich dachte, das hier wäre die... Ich wollte gerade sagen, hä? Wieso ist da nichts? Und wieso ist das auf dem Wasser, dachte ich so. Gut, wir müssen uns mal wieder Quest abholen, glaube ich. Die Aufträge habe ich derzeit. Haben sie schon gegraben? Dracorex Fossil. Habe ich das nicht schon? Nein, habe ich nicht. Neuer Auftrag. Für Sicherheitsauftrag, komm. Okay, danke für nichts. War mir eine Freude. Was können wir derzeit so Schönes machen? 42%, ja. 20%. Ich hoffe, mehr von dem Fossil zu bekommen. Das Fossil ist sogar fast durch. Und die Einnahmen steigen ins Unermessliche. Eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Weißt du was? Wir bauen jetzt ein Hotel. Und die Leute hier auch übernachten können. Über Nacht sterben können. Gäste. Hotel. Ach du Scheiße, ist das riesig. Riesiges Hotelgelände. Ich glaube, ich muss erstmal die Pfütze Wasser hier loswerden. Wie mache ich das denn? So offensichtlich nicht. Hallo? Entfernen? Ich kann Wasser platzieren, aber nicht abnehmen? Wow, ich kann mehr Wasser produzieren. Jetzt habe ich einfach Bäume ins Wasser gestellt. Wald entfernen. Ach, ich kann Wald entfernen. Kann ich auch Wasser entfernen? Ja, ach, bin ich blöd. Ja, scheiß auf die Pfütze hier. Es wird hier erstmal ein bisschen Terraforming betrieben. Alles Wasser, was ich nicht brauche, ist verschwinden. Also das kann ich gar nicht. Ja, gut. Jetzt entfernen wir noch ein bisschen Wald. Und zwar hier, damit ich ein bisschen was sehen kann und hier auch ein Hotel hinbauen kann. Das Stückchen Wald braucht ihr nicht. Ihr habt da ganz, ganz viel. So, hier, das verdirbt mir auch die Sicht. Da ist auch noch Wasser. Weg mit diesem scheiß Wald. Fossile. Wir gucken gleich nach. So. Dann... Ja. Okay. Ich suche doch auch gleichzeitig nach einem Dracorex. Was soll denn das? Wieso finde ich keinen? Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Brüten Sie ein Fleischfresser aus? Na gut. Ja, wir haben bereits das Primordiale und das prähistorische Ei geköpft. Warum, brüten wir nicht noch ein paar mehr aus? Ja, bin ich gerade dabei. Dann haben wir 3 und somit werden wir erfahren, was passiert, wenn wir diese Grenze von sozial übersteigen.
So. Scheiße auf Wald. Kein Schwein braucht das. Kommt hier nämlich das Hotel hin. Direkt neben die Wasseranlage. Und dann können nämlich die Leute vom Hotel aus direkt zu den Pflanzenfressern gucken. Das wäre so geil. Also auch hier. In der Realität. Hodel. Der ist Hodel. Wir machen das am besten. Terrorbeschränkung. Ich gebe dir gleich Terrorbeschränkung. Hier, da. Einmal komplett angleichen. Ich hoffe, das ist das Angleichungstool. Gucken wir mal hier. Ja, das ist das Angleichungstool. Sehr schön. So, wie sieht's aus mit deiner beschissenen Terror-Einschränkung? Oder der Zaun ist zu nah dran. Ja, der Zaun ist zu nah dran. Ja, dann. Machen wir das so. Gut, wieso hat er hier so eine Kurve gekriegt? Ich will auch eine Kurve machen können. Oh. Gut, machen wir es billig. Ich muss ja erstmal das Spiel kennenlernen, ne? So, dann möchte ich gerne euren Scheiß hier umbauen. Ich hätte gerne so eine Pause-Taste, damit ich meine Dinos nicht töte. Oh, naja. So. Dann gleichen wir mal die Ebene an. Scheiß auf Berge, ich hasse Berge. Berge sind oldschool. Kein Schwein braucht Berge. Berge zu entwickeln sind eh scheiße. Entwickler, lasst es einfach. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Warum? Was habe ich gemacht? Ach so. Ich habe das Fossil gefunden, was ich finden wollte. So, dann machen wir so einen Radius und das packen wir dann hier so in die Mitte. So. Dann möchte ich gerne das hier nochmal angeglichen. Ach so. Dann verschwindet das Wasser. Wie cool. Egal, so viel Wasser braucht ihr nicht. So. Wo ich so einen kleinen billigen Kack sehen. Mehr braucht ihr eh nicht, sind wir doch mal ganz ehrlich. Und dann kriegt ihr natürlich noch ein paar Bäumchen und hier habt ihr ganz viel Wiese. Oh, kein Strom. Habe ich einen Stromausfall. Hier, sogar im Wasser kriegt ihr Wiese, bitteschön. Und dann kommen hier noch Bäume hin. Achso, da ist kein Strom. Stimmt, da war ja was. Ich brauche hier Strom. So, bitte. So, 2,5 Sterne haben wir mittlerweile. Wie sieht's aus hier bei euch? Geborgenheit ist gut. Nahrung, ist euch die Nahrung ausgegangen oder? Ah, so gut wie. Also ich sollte schon mal an allen Ecken und Kanten mal wieder neu was organisieren. Hier. Du hast mich 700.000 gekostet. Wie kann das sein, dass du fehlgeschlagen bist bei 75%? So viel Pech kann man doch nicht haben. So, Ranger Team. Eine Aufgabe für euch. Bitte alles nachfüllen. Bestätigt. So, wie sieht's auch hier aus? Park überfüllt, 0%. Sturmschutz, Beschädigung. Ah, der Sturm beschädigt das Ganze. Hm, ich verstehe. Hotel 3? Hab ich. Was mit Hotel 1 und 2? Jetzt muss ich was prüfen. Kleiderladen 1. Nö. Hä? Wieso ist das Hotel 3? Dinosaurier freilassen! Dinosaurier freilassen! Ja. Die Gewinnspanne sieht gut aus. Sehr schön. Ja, ich muss die Pflanzen hier im Wasser wegmachen. Das ist nicht gut. Nein! Oh, ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz klar. Und ich will nur.
So sieht doch schon viel besser aus. Ne? Kommen unsere Dinos raus und freuen sich. Der sieht nicht wirklich erfreut aus. Gesundheit 88. Er trinkt doch was. Hier. Hier, so wie dein Kollege. Du bist ja seltsam. Durstig. Und trink da nicht mal. Wie sieht's mit dir aus? So. Ja, dafür haben wir den Auftrag bekommen. Und wir können somit einen neuen Triceratops erschaffen, ne? Ja, gut, dann machen wir halt noch einen dritten. Wenn das Spiel mir sagt, ich soll noch einen dritten machen, dann machen wir noch einen dritten. Aber wir gucken erstmal vorher nach. Alpinmuster, Wüsten gehen. So, eine neue Farbe. Und dann... Belastbarkeit geht runter. Verteidigung geht hoch. Soll ich den Angriff erhöhen? Ich nehme mal das. Ach, bei dem kann ich die Lebenserwartung gar nicht ändern. Hm. Nehmen wir den. Und der steht noch nicht zur Verfügung. Na gut. Kommen Sie näher, kommen Sie raus. Du bist fast fertig. Ich hoffe, du wirst auch fertig. Und dann werden wir was gucken, was passiert, wenn da drei sind. Dann ist sozial bestimmt am Rande. Wenn nicht sogar drüber hinaus. Oh, schauen wir mal. Gut, jetzt können wir auch die Bäume hier in der Mitte ersetzen, weil das sieht noch ein bisschen zu kahl aus. So. Voila. Sieht doch schon besser aus. Und die Hotelanlage können wir dann auch wieder voll machen mit Bäumen. Sieht das nicht ganz so leer aus. Und die Leute fühlen sich sicherer. Also ich fühle mich immer sicherer, wenn ein dunkler, sehr gefährlicher Wald, wo Dinos sein könnten, um mich herum sind. Was? Fehlgeschlagen? Wo? Bei dir nicht. Ach Mann, ey. Ihr seid teuer. Ich meine, ich habe ohne Ende Geld, weil das Spiel überhaupt gar nicht richtig gut programmiert ist. Aber ja. Mit dem, was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Nummer 3. Bin ich mal gespannt, was die machen, wenn die jetzt überbevölkert sind. Seid ihr überbevölkert? Okay, wir sind ziemlich an der Grenze von sozial. Ich weiß nicht, ob die das jetzt mental fertig macht oder ob sie sich angreifen. Werden wir sehen, wenn er plötzlich am Boden liegt und tot ist. So, wir brauchen auf jeden Fall noch den Dracorex. Und weil ich so viel Geld habe, machen wir nochmal den hier. Und dann hoffen wir, dass der Triceratops jetzt endlich durchkommt. Mit 65%. Wie viel Pech habe ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne Infos dazu. Was haben wir hier? Strom? Sturmschutz? Ich sehe da gar nichts. Zeigt an, wo die Gäste Schutzräume benötigen. Ja, da habe ich auch einen Schutzraum gebaut. Da brauche ich jeden keinen. Passt perfekt. Zeigt an, wo Dinosaurier von Gästen beobachtet werden können. Ja, guckt euch das an. Das ist schön. Nur wenn da einer in der Ecke ist, sieht es niemand. So, zeigt das finanzielle Abschneiden der Attraktionen ab. Ihr seid doch kaputt. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
Zeigt an, wo Gäste hungrig sind. Oh. Im Hotel? Zeigt an, wo Gäste durstig sind. Ja gut, dann brauche ich hier nochmal ein paar Läden, ne? Aber im Hotel? Zeigt an, wo die Gäste einkaufen wollen. Ach du Scheiße. Zeigt an, wo die Gäste unterhalten werden wollen. Guck mal, da ist ein Dino, da ist ein Dino. Ihr werdet unterhalten. Da wird ab und zu mal was zu fressen abgegeben. Zeigt an, wo Gäste die Reisezeiten ausgehen, vom Ankunftsort zu lange dauern. Da? Aber ich habe doch keinen Transport. Ja, kein Transport. Hm? Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Führen Sie 2 erfolgreiche Expeditionen zu Grabungsstätten. Okay, das ist einfach. Oh, können wir direkt los. Hier, gib mir den. 28%. Oh Gott. Ja. Ich würde die am liebsten alle töten jetzt. Einfach alle da reinschieben. Dann abwarten, bis die verhungert sind oder was weiß ich. Und dann alles neu aufbauen. Aber stattdessen werden wir einfach uns anstrengen. Und die nächste Insel. Auf die nächste Insel warten. 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne. Das heißt, in Isla Mantequero, wo wir hier sind, brauchen wir 3 Sterne. Also sind wir nicht weit entfernt von. Halber Stern. Können wir hier weg. Cool. Triceratops, gib mir meinen halben Stern. Okay, er hat mir einen Viertelstern gegeben. Klasse. Oh, das neue Muster, stimmt. Nice. Bisschen blau. Und du? Bei euch sieht man das kaum. Krankheit? Was hast du denn? Hakenwürmer. Oh. Okay. Wir brauchen ein Ranger-Team. Fahrzeug. Go, go, go. Kann ich hier durch den Wald fahren oder? Na, offensichtlich nicht. Okay, das ist ja kacke. Jetzt habe ich da einen Wald hingebaut und kann da nicht mal durch. Frag mich, was passiert, wenn ich die Pflanzenfresser auslasse. Ich meine, die werden ja wohl keinen Schaden machen, oder? Lauf nicht weg! Ups, sorry. Habe ich den Falschen getroffen. Greif mich bloß nicht an, ey. Produkt vollständig behandelt. So, bitteschön. Stärke des Herzens 2.0 ist jetzt verfügbar. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. 1 Million kriege ich dafür. Ich habe Dr. Dur schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Offensichtlich. So, was haben wir denn bekommen? Einen Scheiß habe ich bekommen. Toter Dinosaurier. Wie, wo? Oh nein, Günther ist tot.
Tod. An Altersschwäche gestorben. Nee, Knutschkugel. Ach, Knutschkugel. Reißen fassen. Wir brauchen so kleine Raptoren, die Aasfresser sind, die das Ganze dann wegfuttern. Das wäre geil. So, ich brauche das Transportteam. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Na gut, dann bleiben wir bei 2. War ja eh besser. Dann brauchen wir aber jetzt einen neuen Knutschkugeltypen. Eigentlich muss genau in der Mitte hier der Dino-Park sein, der in der Mitte gespalten ist für Fleischfresser und Pflanzenfresser. Das wäre das Idealste. Neues lebensfähiges Genom. Freunde, wisst ihr, was wir morgen bekommen? Unseren ersten Drazorex. Wie? Ist noch einer tot? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss.